wir einen Scania G450 XT 6x4. Und das Besondere an der Kombination ist, dass er gekoppelt ist mit einem Tandem-Anhänger. Das ist zwar in Österreich nicht sehr geläufig, aber wir haben jetzt nach den ersten Testfahrten festgestellt, dass das Fahrzeug sich sehr gut rangieren und manövrieren lässt und auch sehr wendig ist. Der Vorteil von dieser Fahrzeugkombination besteht darin, dass ich einfach flexibel bin. Das heißt, ich habe die nötige Qualität und Leistung, kann ich ausschöpfen voll, das heißt bis auf ein Gesamtgewicht von 40 Tonnen. Aber ich habe auch die Möglichkeit, dass ich den Hänger, den Tandemanhänger abhängen kann und dann für kleinere Baustellen das Fahrzeug auch hernehmen kann. Beziehungsweise ich könnte auch den Hänger wechseln gegen Tieflader für Maschinentransporte etc. pp. Scania hat mit dieser Baureihe oder Ausführung, nennen wir sie mal XT, Extra Tough oder Extra Tough, natürlich Merkmale gesetzt, wo der Kunde profitiert. Das heißt, man hat diese Stahlstoßstange, wo ein bisschen hervorgezogen ist, wo sehr robust ist, wo auch mal, wenn man mal hängen bleibt, nicht gleich alles kaputt geht. Und ein riesiger Vorteil ist diese Abschleppvorrichtung in der Zentral gelegen, wo bis auf 40 Tonnen ausgelegt ist. Das ist auch ein gewisses USP. Die Überraschung war auch die Traktion. Der 6x4, wir waren auf ca. 38 Tonnen ausgeladen, hat auch beim Berganfahren keinerlei Schwierigkeiten gehabt. Dazu steht einem zur Verfügung das spezielle Offroad-Programm der Automatik und dann noch zusätzlich die zwei Crawler-Gänge. Also so ist es kein Problem, auch auf schwierigem Untergrund dann anfahren zu können. Ja, ich sage einmal danke für die Möglichkeit, dass ich das probieren habe dürfen. Der Vorteil ist meiner Meinung nach, dass gegenüber dem Sattel wendiger ist das Fahrzeug. Und vor allem im Gelände, weil du mehr Druck auf die Triebachsen hast und den Hänger quasi besser manövrieren kannst, als wir den Sattelaufleger. Klar, der Vorteil auch, dass du den Hänger anhängen kannst und eben einen Tieflader zum Beispiel anhängen kannst oder auch irgendeinen anderen Anhänger. Der Nachteil meiner Meinung nach ist das Gesamtgewicht gegenüber dem Sattel, weil er doch ein bisschen schwerer ist. Dann beim Abkippen, du kannst beim Hänger eigentlich entweder rückwärts kippen oder seitlich. Beim Zugfahrzeug eigentlich nur seitlich, weil sonst kippst du eigentlich ein. Motorleistung ist absolut ausreichend. Das Getriebe, die Automatik schaltet perfekt. Du brauchst eigentlich fast den manuellen Modus nicht mehr im Gelände. Den Nachteil, was ich bei dem G-Fahrerhaus klar erwähnen muss, ist, dass die Scheiben nicht oben geht, die Fensterscheiben in der Fahrertür. Das stört mich sehr, weil oft musst du da vielleicht rausschauen und da bist du durch das behindert. Ja, sonst hätte ich gesagt, das ist eine perfekte Kombination. Der Zentralachsanhänger vor allem gegenüber dem Drehschemel, weil du einfach leichter tust als Fahrer mit dem Zurückschirm. Und vor allem, wenn du wechselst als Springer zwischen Sattel und Tandem, tust du viel leichter. Das sind klar die Vorteile. Ja, wir haben jetzt die Testeindrücke mit dem Scania G450 XT gesammelt. Das Fahrzeug ist sehr interessant, obwohl es in Österreich auf dem Markt noch nicht sehr präsent ist. Und wir haben auch im Gespräch mit Unternehmern herausgefunden, dass die Vorteile durchaus für das Tagesgeschäft für den österreichischen Unternehmer geeignet sind.